Hallo und guten Morgen. Es ist der 16. Januar, Montag der 16. Januar. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, für den Montag zu starten mit dem Vlog. Hey! Wir starten in diese Woche und es ist diese Woche mein Introduction, was das letzte ist, was quasi für die Masterarbeit aussteht. Für die, die mich nicht kennen, hi, ich bin Becky und ich mache meine Masterarbeit an der Universität in Heidelberg in einem Fach, das molekulare Biotechnologie heißt. Und wir haben eine experimentelle Masterarbeit, das heißt, bis Weihnachten stand ich also im Labor und jetzt bin ich in meiner Schreibphase. Und tatsächlich ist fast alles schon geschrieben. Also ich habe meine Material- und Methoden, meine Ergebnisse, meine Diskussion, meine Conclusion und mein Abstract habe ich auch geschrieben. Ich finde nämlich immer, dass es super einfach ist, dieses Abstract oder diese Zusammenfassung zu schreiben, nachdem man die Diskussion geschrieben hat. Ich habe quasi dadurch, dass ich am Anfang meiner Masterarbeit ein Project Proposal schreiben musste, was ich jetzt zum Teil verwenden konnte für die Masterarbeit, habe ich schon ein gewisses Grundgerüst für die Einleitung. Das heißt, ich habe da glaube ich schon 7 oder 8 Seiten, wo tatsächlich so ein bisschen ins Thema eingeführt wird und allgemeine Sachen erzählt werden. Aber dadurch, dass das Project Proposal dann halt zu einer Zeit stattfindet, wo die Ergebnisse einfach noch nicht feststehen oder man nicht weiß, was man hat, ist es noch nicht wirklich speziell darauf zugeschnitten. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt nochmal überarbeiten und ich habe es jetzt auch etwas anders strukturiert, als ich das ursprünglich im Project Proposal mal gemacht habe. Es ist quasi die letzte Woche des vollen Schreibens, also nächste Woche stehen eigentlich nur noch Korrekturen an. Deswegen würde ich es ganz gerne schaffen, diese Woche bis Donnerstag oder vielleicht bis Freitag, aber Donnerstag wäre schon besser, die Einleitung auf fertig zu haben, weil dann könnte ich diese Sache schon zu meinen Betreuern schicken, weil die korrigieren das Ganze nochmal. Und es wäre natürlich super, wenn ich das früher zu denen bekomme als später, weil sonst ja, zieht sich das nach hinten ziemlich raus. Und deswegen ja, bin ich mal super gespannt, was diese Woche so mit sich bringt. Weihnachtssocken, genau. Weiter Pulli. Und dann noch hier so eine richtig schöne hässliche Regenjacke drüber. Aber es geht nur in die Bib, also. Wir sind wieder zu Hause. Ja, ich chill mich einfach mal ganz kurz hier hin und wir quatschen. Ja, ich hatte, um ehrlich zu sein, einen richtig guten Schreibtag. Also wirklich tatsächlich echt gut. Also ich finde, Introduction schreiben ist einfach unfassbar müßig. Und man muss halt einfach so viele unterschiedliche Sachen lesen. Und es ist halt so ärgerlich, weil es gibt halt viele, also weil das, was ich in die Introduction schreibe, ist ja das, was ich eigentlich schon weiß über das Thema. Und auch grundsätzlich der Grund, weshalb ich da in diesem Fachbereich forsche. Und deswegen, man liest zwar super viel, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man super viele neue Sachen lernt. Und deswegen bin ich dann immer so, es lief gut. Also ich habe ein paar Seiten zustande bekommen. Ich habe die Formatierung auch ein bisschen geändert. Das heißt, jetzt gerade sind wir bei 52 Seiten, was ja schon mal deutlich besser ist als letzten Donnerstag, wo wir bei 42 standen. Aber das ist natürlich nicht, also ich habe nicht 10 Seiten geschrieben, sondern ich habe jetzt noch Bilder eingefügt. Ich habe die Formatierung leicht geändert. Also ich habe einfach viele Sachen abgeändert. Och. Und ich bin dann wirklich immer versucht, halt keinen Sport zu machen. Also ich wollte eigentlich ins Fitnessstudio gehen, aber das ist jetzt wirklich out of the question. Also ich werde nicht nochmal mit meinem Fahrrad dahin fahren. It's not happening.
Aber ich weiß halt, am Ende von so Lerntagen bin ich vielleicht mental matt und wirklich kaputt und fertig und möchte nur noch Serien schauen und dann einfach einschlafen. Aber das heißt nicht, dass ich körperlich so weit bin. Dafür muss ich mich jetzt halt körperlich nochmal betätigen. Und das sind immer die Sachen, die ich mir dann selbst nochmal sage. So, du bist mental müde, aber du bist körperlich noch nicht müde. Deswegen machen wir jetzt noch was. Und ich werde mir jetzt irgendein Homeworkout bei Apple Fitness Plus raussuchen. Hallo und guten Morgen. Wir haben Dienstag, den 17. Januar und das Wetter ist total umgeschwungen. Also es ist wieder richtig, richtig kalt, bei euch wahrscheinlich auch. Werde ich also jemals aus diesem Pulli rauskommen diese Woche? Wahrscheinlich nicht. Wir arbeiten heute von zu Hause, was einfach den Grund hat, dass ich um 10.30 Uhr einen Arzttermin habe und um 16 Uhr jetzt das Gespräch, wo ich dachte, dass es gestern Morgen ist. Wenn ich dann noch zu BIP fahre und so weiter, verliere ich wirklich sehr, sehr viel Zeit zum Schreiben und deswegen machen wir es nicht. Ja, ich war heute Morgen nicht super motiviert, weil ich eben wusste, ich muss halt so um kurz nach 10 eigentlich los, um zum Arzt zu kommen. Und dann, ja, hätte ich halt nicht so viel geschafft. Also habe ich ein bisschen Animal Crossing gezockt. I have my guilty pleasures too. Jetzt gerade schreibe ich mit Esther ein bisschen hin und her. Also ja, ich bin ganz gut darin, mich abzulenken. Holen wir das ganze Zeug, machen uns fertig und dann gehen wir zum Arzt rüber. Pennen war so mein Favorite Bad Guy in dem Universum. Das heißt, Quantumania müssen wir bald gucken. Und wann kommt Echo? Und als was? Kannst du es mal googeln? Das ist doch schon was. Native Superhero! Ich bin so excited. Das ist ja cool. Die haben halt wirklich a deaf Native American Actress genommen. I have someone with my face shape on TV. Ihr könnt mich einigermaßen gut genug hören, weil ich das Mikro nicht auf der Kamera habe. Aber jetzt der nächste Punkt ist nochmal so ein riesiger Punkt. Also ich müsste jetzt nochmal auf so Signaling Pathways eingehen und sowas. Und das ist sowas, da muss ich mich richtig gut einlesen, bevor ich überhaupt anfangen kann zu schreiben. Ich hätte jetzt halt einfach nur 45 Minuten gehabt, um überhaupt also sozusagen zu lesen und irgendwas zu machen, bevor mein Termin ist. Und das reicht einfach überhaupt nicht aus. Deswegen habe ich jetzt entschieden, ich gehe spazieren. Ich war nämlich so voller Energie und voller chaotischer körperlicher Energie, dass ich mir jetzt dachte, so nee, ich gehe jetzt einfach spazieren, mache entspannt meinen Termin und danach dann in den Sport und morgen früh kann ich mich dann super entspannt ins Thema einlesen. Das passt dann. Also machen wir genau das erstmal. Ein bisschen Runde Entspannung. Nur ganz kurz dazu, wo ich gerade bin. Wir sind nach wie vor bei der Introduction, also bei der Einleitung. Heute und morgen habe ich halt zwei Tage, wo ich wirklich den kompletten Tag daran arbeiten kann. Das ist sehr gut, aber es wird auch sehr hart, weil Introduction ist halt wirklich, es ist einfach unfassbar langweilig, muss ich ehrlich sein. Ja, aber ich muss mich da jetzt durchquälen und es wird auch nicht der beste Teil der Masterarbeit sein, definitiv nicht. Das merke ich schon beim Schreiben, wie oft ich mir denke so, ah, scheiß drauf, passt schon, passt schon. Und das sollte natürlich nicht so sein. I don't wanna. So, habe ich geschrieben? Nein. Läuft unser Keller jetzt mit Wasser voll? Ja. 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 Und jetzt esse ich Mittag mit Esther. Hi. Das ist eine richtige Vlogception, weil ich habe ja hier jetzt mein neues heißgeliebtes Stück. Ja. Jetzt schaut ihr euch selber an im Prinzip. Ja, stimmt. Ist genau die gleiche Kamera. Mit dem gleichen Objektiv auch gerade drauf. Ja. Exciting. Yeah. Ich habe heute nicht so einen guten Tag.
Es tropft wie verrückt in unseren Keller. Das Problem haben wir schon häufiger. Allerdings ist es jetzt leider so, dass es viel unkontrollierter tropft als normalerweise. Und unser Vermieter macht halt nichts dagegen. Weil höchstwahrscheinlich müsste man, ich weiß nicht, wenn es halt in den Keller tropft, im zweiten Untergeschoss ist, dann ist halt wirklich hart was am Fundament vom Gebäude kaputt. Es ist eine kleine Story und mein Freund und ich haben schon sehr viel telefoniert gerade, um zu gucken, was wir da halt machen können. Ich war auf jeden Fall nicht in der besten Laune und bin ein bisschen auf TikTok abgestürzt und bin not happy. Und dann dachte ich mir so, ich werde jetzt den Tag einfach unterbrechen. Ich werde etwas machen, was mir gut tut. Wir werden jetzt hier ein bisschen Kaffee trinken. Einen wunderschönen Cappuccino haben wir da wieder gemacht. Und alter Schwede, schmeckt da richtig gut. Und ich habe mir dann beim Edeka hier in der Nähe noch was Kleines Süßes geholt. Und danach mache ich einen kleinen Spaziergang. Also nur so, keine Ahnung, 15 Minuten, um den Block ein bisschen Kopf frei machen. Und dann werde ich schreiben. Ob es kalt draußen ist? Good question. Gestern war kein guter Tag. Also, ich weiß nicht, ich habe ja, gestern war mein letztes Update, glaube ich, dass ich mir gesagt habe, hey, ich werde jetzt mein Mindset zu den Sachen ändern. Und ich war dann am Ende auch spazieren, aber diese Probleme, die vor mir waren, mich in so eine kleine Abwärtsspirale gebracht haben. Also, ich weiß nicht, ich dann angefangen habe, drüber nachzudenken, dass ich mir super unsicher bin, was ich nach dem Master machen soll. Und ich habe irgendwo schon eine Entscheidung getroffen, aber ob das die richtige ist und wie genau. Und dann ist das alles so ein bisschen hochgekocht. Ich kann es mir so gesehen leisten. Es ist zwar nicht perfekt nach Plan, wenn ich gestern nicht schreibe. Aber ich weiß nicht, ich bin dann halt einfach viel, viel länger spazieren gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das tut mir richtig gut. Und habe mir einen schönen Abend gemacht und war mit meinem Freund und habe auch einen Call gehabt mit YouTube-Freunden von mir, mit anderen Creatoren. Und das ist auch immer schön, mit denen zu quatschen. Ich habe jetzt keine großen Ansprüche auf den Rest der Einleitung. Ich werde jetzt einfach ergänzen, was wichtig ist. Und dann das Zeug mit meiner Mutter korrigieren und es dann abgeben zur Korrektur an meine Betreuer. Und meine Betreuerin hat schon gemeint, ja, nächste Woche hat sie nicht so viel Zeit, sie macht es dann bis Freitag. Das heißt, ich habe dann genau Samstag und Sonntag, um alle Korrekturen einzubetten. Also es wird wahrscheinlich nicht so gut. Wahnsinn, was passiert, wenn man sich die Haare föhnt. Ich bin wieder zu Hause. Also ich hatte um 11.30 Uhr einen Termin. Jetzt habe ich alles leider nicht mitgefilmt, weil das so schnell ging. Ich hatte auf jeden Fall um 11.30 Uhr kurz einen Termin. Das war aber wirklich nur kurz eine halbe Stunde quatschen. Und ich bin dann laufen gegangen, habe schnell geduscht, gegessen und wir sitzen jetzt wieder hier. Es hat jetzt am Ende doch ein bisschen länger gedauert. Meine Mutter ist nämlich heute Morgen zurückgekommen aus den USA. Ich wollte einfach mal hören, was so abgeht bei uns in der Familie. Ich wollte mal ein kleines Update geben, was gerade so abgeht, aber ich komme gerade unheimlich gut voran. Also ich bin gerade super happy, weil es steht tatsächlich, also es ist jetzt kurz vor 6, aber ich bin gerade so schön drin, dass ich glaube, dass ich nochmal bis 7 oder sowas arbeite, weil ich wirklich kurz davor bin, fertig zu sein. das klingt total abgefahren, oh mein Gott. Aber also fertig bedeutet in dem Kontext nur, dass ich halt wirklich einmal alles geschrieben habe quasi. Also alles wäre dann geschrieben. Aber ich muss natürlich nochmal die große Korrektur machen. Also ich habe selbst die Texte zwar schon korrigiert. Also ich habe dann eigentlich immer so, wenn ich einen Absatz geschrieben habe, den nochmal gelesen. Und halt auf ganz, ganz grobe Fehler irgendwie überprüft. Das ist dann quasi noch nicht gemacht und dann geht es ja nochmal zu meinen Betreuern und die korrigieren das ja nochmal. Das muss dann eingebunden werden. Also es ist dann noch nicht in seiner finalen Version, aber es wäre dann halt quasi einmal schon alles runtergeschrieben.
Ich kann kaum fassen, dass ich an diesem Punkt bin oder nah an diesem Punkt bin. Das einfach heißen würde, dass ich es geschafft habe, meinen Schreibplan komplett einzuhalten. Und wenn ihr wüsstet, wie chaotisch mein Schreiben im Bachelor gelaufen ist, wirklich, wie unfassbar chaotisch und wie viele Nächte ich da durchgemacht habe. Ich musste wirklich, nachdem ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, musste ich erstmal 4 Tage fast komplett durchschlafen, weil ich so fertig war. Das würde einfach heißen, dass ich jetzt tatsächlich zwischen Bachelor und Master so viel dazugelernt habe in Zeitmanagement und so weiter, dass ich eine Woche vorher exactly on plan fertig werde und das exactly entspannt eine Woche vor Abgabe meinen Korrektoren schicken kann, damit sie auch Zeit haben, es zu korrigieren. Also ich bin erstaunt. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Es ist der erste Draft, ist fertig. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so. Ja, ich bin gerade super, super happy. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ja, ich habe quasi die erste Version fertig bekommen. Also es ist jetzt einfach alles drin sozusagen. Ja, ich bin super happy. Ich werde jetzt erstmal mit Pizza ein bisschen celebraten. Und mein Gott, was ein Tag, ey. Nach dem Scheißtag gestern freue ich mich so hart, dass es heute so gut lief. Also, oh mein Gott. Ja. Jetzt geht's erstmal Pizza. Am Freitag habe ich nicht mehr sonderlich viel gemacht. Ich melde mich deswegen hier einfach mal im Voice-Over. Ich habe am Freitag im Wesentlichen meine ganzen Citations gecheckt, also in der Literatur selbst. Es kann ja mal passieren, dass wenn man zum Beispiel bei Safari oder generell im Browser eine Citation sozusagen einfügt in sein Literaturprogramm, dass das dann fehlerhaft eingefügt wird und zum Beispiel, dass die Seitenzahlen nicht korrekt sind, also dass da irgendwie 1269 irgendwas steht, obwohl es eigentlich 126 bis 1,3 irgendwas sein sollte. Und ich gehe das immer nochmal durch, um einfach zu schauen, ob die Sachen einigermaßen stimmen oder ob da irgendwas dabei ist, was gar keinen Sinn macht, weil das sonst in meinem LaTeX-Code dann nicht richtig kompiliert wird und ich dann sozusagen immer weniger Seiten habe. Weil wenn irgendwas nicht korrekt ist in der Citation, dann ist LaTeX so, ja okay, dann schreibe ich das halt nicht rein. Und ich sollte auch recht behalten, also es gab einige, die fehlerhaft waren und ich bin dann, nachdem ich die Citations korrektiert habe, von 56 auf 58 Seiten hochgegangen. Das heißt, es sind sozusagen 2 Seiten Bibliografie mit Zitaten noch dazugekommen, damit dann im Endeffekt alles korrekt ist. Und das habe ich dann morgens gemacht, weil ich das einfach aus Erfahrung weiß, dass das halt manchmal ein Problem ist. Und ich wollte mir diese Seiten auf jeden Fall noch rausholen. Das muss ja sowieso alles korrekt zitiert sein. Und es ist halt so eine müßige Arbeit. Da muss man sich halt einmal irgendwie 1 Stunde oder 2 hinsetzen und die halt einfach alle durchgehen. Und das habe ich einfach Freitagmorgen dann ganz entspannt auf der Couch gemacht. Auf dem Couch.